Jo, hi liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben diesmal einen Gast aus Übersee. Ganz genau. Daniel James Clarkson aus Fort Myers. Ganz genau. Ein Spezialist für Hochrendite-Immobilien in Florida. Ich bin mal wirklich jetzt echt gespannt. Wir haben uns gerade vor ein paar Tagen erstmals vernetzt über Facebook und war da wirklich sehr, sehr interessiert dran, weil ich habe mich mit Olli Fischer auch schon unterhalten, weil er hat ja auch schon mal in Florida investiert. Und ein guter, enger Freund von uns baut jetzt ein drittes Haus dort. Und ich finde es wirklich spannend und bin jetzt mal gespannt, was du mir da so jetzt alles erzählen kannst. Ne? Ja. Sag mal, zunächst mal, wo kommst du eigentlich her? Also du bist ja eigentlich nicht so unbedingt so der reine Amerikaner. Genau. Dein Name ist aber äußerst amerikanisch. Der Name ist amerikanisch und ich bin Doppelstaatler. Also ich habe einen deutschen und einen amerikanischen Pass von Geburt an. Mein Großvater ist damals nach Deutschland gekommen, wurde hier stationiert, hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft und dann im Koreakrieg. Und dadurch habe ich eben den amerikanischen Pass bekommen. Ich glaube, wir hatten uns vernetzt über die Gruppe, genau, die ich erstellt hatte, ja, jetzt im Vorhinein auf dem Gruppe. Eine Gruppe, wenn wir unten drunter verlinken, können wir auch mal gucken, ganz genau. Weil es ist wirklich interessant. Ne, ja, und ich glaube, da sind vielen Leuten ist die Kinnlade runtergefallen, was da für Renditen wirklich auch zu erzielen sind. Und das sind alles noch pessimistische Kalkulationen. Sagt er, das ist auch mit dem Grund, warum ich sage, ich will mit ihm unbedingt ein Interview machen, weil du sprichst von Renditen von von Einnahmen von monatlich 3.500, 4.000 Euro für ein Objekt, was so um die $300.000 kostet. Ja. Und ich habe am Anfang gedacht, das muss irgendein Druckfehler sein, das wird wohl monatlich gemacht. Null zu viel hingemacht. Ja, nein, null zu viel, aber monatlich. Leider nicht. Also was heißt leider? Ja, leider. Ja. Ja, aber erzähl mal, wie geht das? Wie funktioniert das? Also wir können wenn man ein Objekt mit einer festen jährlichen Vermietung hat, können wir zwischen 12 und 18% Rendite locker kriegen. Reden wir von Gesamtrendite oder Eigenkapital? Eigenkapitalrendite. Okay. Wie ist es? Ich hab ein Problem, immer von Gesamtrendite zu reden, weil ich finde, das ist Milchmädchenrechnung, weil es kommt ja darauf an, wie lange muss die Miete fließen, bis ich mein eigenes Kapital wieder habe und das Ganze duplizieren kann. Okay. Ja? Also so ist mein Ansatz. Ja. So verkaufe ich das auch meinen Kunden immer, weil ich finde, das ist der wichtige Faktor, der echte Faktor. Wenn wir von Ferienimmobilien sprechen, Florida natürlich, Strand, Städte wie Miami Beach, viele Deutsche fliegen da auch immer in Urlaub hin. Wenn wir dann von Ferienimmobilien sprechen, reden wir von Renditen zwischen 20% und 30%. Ja, und das kommt eben zustande, weil einfach... Bei welcher Auslastung? Also du rechnest es ja relativ konservativ. Zwischen 40, also je nach Mikrolage, wo das Objekt dann wirklich ist, rechne ich zwischen 40% und 50% Auslastung. Ist klar natürlich, dass jetzt ein Objekt mit Swimmingpool, Bootsanleger in Cape Coral direkt am Kanal eine andere Rendite erwirtschaften kann, wie eins, das jetzt ein bisschen außerhalb liegt. Ne? Ja, na klar. Aber deswegen muss man sich immer das einzelne Objekt anschauen und immer die Mikrolage, sogar die Ausrichtung. Ja, also ist es jetzt im Norden, ist es zum Norden ausgerichtet oder ist es zum Osten ausgerichtet? Okay. Das macht schon einen Unterschied. Also man muss sich wirklich das Objekt immer anschauen und darauf habe ich mich eben spezialisiert, wirklich die hochrenditeträchtigen Objekte zu finden. Das ist in Florida auch einfacher, weil wir haben auf der Verkäufer- und auf der Käuferseite einen Makler und alle Objekte, die zum Verkauf stehen, sind auf einer zentralisierten Online-Plattform. Auf die nur Makler Zugriff haben. Oh, okay. Und das ist eben ein riesiger Unterschied zur Maklerei in Deutschland. Ja, weil sowas gibt es nicht. Weil die Makler arbeiten hier alle mit ImmoScout und da kannst du ja genauso drauf gehen und dein Objekt finden. Ja, ja. Und da ist es eben so, dass man eigentlich an Maklern nicht wirklich vorbeikommt, weil die eben sich auf ihren Markt da spezialisiert haben. Und das hat ein normaler Kunde, hat das Wissen gar nicht. Haben wir eine Website, wo man im Moment bei dir Objekte angucken kann? Ganz genau, also www.florida-hometeam.com. Steht hier unten oder da. Ne? Wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja, irgendwo dazwischen. Genau, www.florida-hometeam.com. Sind alle 10 Minuten werden die Objekte aktualisiert. Das sind die echten Objekte, die auf der MLS sind. MLS steht für Multiple Listing Service. Auf die echte MLS haben nur Maklerzugriff. Wie viel hat man da so als Auswahl, so roundabout? Okay. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja, aber ein paar hundert. Fünfstellig. Fünfstellig, oh, wow. Der durchschnittliche Amerikaner zieht 8,3 Mal um. Ja, weiß ich. Der zieht viel häufiger um, dementsprechend ist die Fluktuation viel häufiger. Jetzt aber nicht verwechseln, nur weil da viele Objekte zum Kauf online stehen. Dass das ein reiner Käufermarkt ist. Ja, ist es nicht. Weil es gibt genauso viele Käufer. Also die Fluktuation ist einfach nur, der Umschlag ist viel, viel höher. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen Butter bei der Fische. Legen wir mal an, was muss ich so ungefähr anlegen für ein schönes Objekt mit Flusslage, wo ich also mit dem Boot direkt vors Haus fahren kann,
Was muss man so ungefähr rechnen für ein ordentliches Objekt in Cape Coral? Für ein richtig geiles Objekt 400.000. Mhm. Mit 500.000 bist du richtig geil dabei. Ja, da geht es aber dann wir schon. Reden über Dollar. Ne, wir reden über Dollar, genau. Also. Und dann immer auch auf die Währungsunterschiede achten. Die können sich in der Woche, kann das 20.000 Dollar mehr wert sein auf einmal. Mhm. Bei 500.000, da geht's dann, da sind dann echt schon die wirklich die Traumobjekte dabei. Nichtsdestotrotz, bei 400.000 kriegt man was wirklich, wirklich Geiles. Okay. Wichtig dazu sagen ist, aus Deutschland wie aus Amerika, eigentlich muss man immer 25-30% Eigenkapital mitbringen. Also nicht 110% Finanzierung, das gibt's nicht. Funktioniert nicht mehr. Wurden ein paar Lehren nach 2008 natürlich gezogen. Ist auch gut so. Ich meine, wenn ich immer Leute höre, ich möchte mein Kapital anlegen, aber zu 110% finanzieren. Mhm. Ja, welches Kapital nimmst du denn in die Hand? Gar keins. Nee, ist ja kein Kapitalanleger. Genau, ist ein Kreditnehmer, ganz genau. Und wir sind aktuell noch wieder auf die Mikrolage bezogen, zwischen 20-30% unter den Peakpreisen, praktisch einen Tag vor Crash 2008. Okay. Wie einfach ist es für einen Deutschen in Florida zu kaufen? Super einfach. Das höre ich gerne. Cashkauf dauert maximal 4 Wochen, mit einer Finanzierung 6-8 Wochen. Von der Findung des Objekts bis zum Closing und danach auch mit der Betreuung bin ich persönlich immer ansprechbar. Genauso wie meine Partner auch. Alle deutschsprachig, ich habe deutschsprachige Anwälte, deutschsprachigen Steuerberater, ich habe einen deutschsprachigen in Fort Myers sitzenden Finanzierungsvermittler, der eben für Deutsche den Kontakt mit den USA-Banken herstellt. Okay. Und eben schon mal gut. Wie sieht es von der Zinssituation aus und Tilgung? Auch höher wie in Deutschland. Kann natürlich. Kann man ein Beispiel, was realistisch ist? Realistisch 5,5%. Zwischen 5,5 und 6,9% Zinsen pro Monat. Nicht erschrecken, wir sind halt bei 0,4567. Ne? Auf wie viele Jahre gebunden? Meistens, oder Volltilger da? Meistens auf drei oder 5 Jahre gebunden. Es geht auch 7. Also immer sehr niedrige Zinsbindung im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Nichtsdestotrotz sind die Renditen. Ich mache immer Kalkulationen. Im Moment sehe ich eine super Rendite bei der Bank, die das finanziert. Ja, das auch natürlich. Aber wie sagt man so schön auf dem Immobilienkongress, Win-Win-Win. Ja, klar, ja, logisch. Auch eine Bank muss sauber wirtschaften und muss Geld verdienen. Das würden dir deutsche Banken mit Sicherheit bestätigen. Ja, im Moment aber ist das sehr schwierig. Wenn man trotzdem mit mehreren tausend Dollar nur bei einer einzigen Ferienimmobilie nach Hause geht am Ende des Monats. Wir kommen gleich zu einer Beispielrechnung. Dann ist man, glaube ich, sind viele auch bereit, die Zinsen zu zahlen, weil sie es einfach trotzdem rechnen. Ja, ja. Wir haben keine Vorfälligkeitssteuer in den USA. Das heißt, wenn man jetzt in Deutschland auf einmal ein Objekt verkauft und das Vorfälligkeitszinsen, das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt schnell, drehen möchte. Also ich kaufe jetzt ein Objekt, will es ein Jahr halten, tue es vielleicht sogar ein bisschen pimpen und bringe es wieder auf den Markt und sage, okay, wie sieht es jetzt aus? Jetzt habe ich 100.000 Dollar Gewinn gemacht. Wer will was davon? Genau. Wie sieht es mit Gewinn aus? Gewinn wird ganz einfach auch versteuert. Man kann bis zu 12 Monaten halten. Ich glaube, dann waren die Versteuerung 15-30% und über 12 Monate sind es dann nur noch bis zu 20%. Mhm. Was heißt 15-30%? Ja, wovon abhängig? Vom Gewinn. Von den höheren. Achso, okay, gut. Also wenn du einen hohen Gewinn machst, ist dann logischerweise etwas geringer der Satz? Oder, Nee, wenn du einen hohen Gewinn machst, ist er höher. Ah, die wollen also von 100.000 wollen sie 15% und von 500.000 wollen sie 30%. Okay. So ungefähr. Ja, also das ist gestaffelt. Das ist eine Steuerprogression. Genau, ganz genau. Gut. Und die Abwicklung, hast du gesagt, also wenn ich jetzt sage, ich will kaufen, das geht innerhalb von 4-6 Wochen? Ja. Und der Verkauf logischerweise auch? Der Verkauf, ich versuche es immer schneller. Mhm. Ja. Gut, also ich kann durchaus auch ein Fix-and-Flip-Projekt mal durchziehen. Absolut. Und mit den Banken gibt es keine Vorfälligkeiten, weil die können da ihr relativ hochverzinstes Kapital relativ schnell auch wieder woanders einsetzen. Ganz genau. Ich finde diese Vorfälligkeitszinsen-Geschichte sowieso doof, aber ist halt klar, wenn die jetzt auf 10 Jahre planen wollen. Gibt es in den USA überhaupt nicht? Nee, also. Ups. Ja. Andere Länder, andere Sitten. Andere Länder, andere Sitten. Ist wohl irgendwie. Ist einfach nicht angebracht. Ja, machen wir einfach nicht. Gut, Deal kann also schnell über die Bühne gehen, nicht schlecht. 25%, 30% Eigenkapital sollte man mitbringen, kann aber als Deutscher in den USA problemlos finanzieren. Muss man irgendwie Einkommensnachweis? Ja, das ist ganz normal. Ja. Die gleiche Prozedere wie in Deutschland auch. Wenn ich jetzt Privatier bin, wie ich, muss ich sagen, okay, ich habe 400.000 Euro also Mieternamen von meinem Steuerberater ganz bestätigt. Ganz genau. Okay. Und das gibt es der Finanzierungsvermittlerin, die ich dann immer gerne zu Rate ziehe bei deutschen Kunden. Und die
prüft das Ganze, die macht ein Pre-Approval. Pre-Approval ist ganz wichtig, weil ohne Pre-Approval bekomme ich als Makler meistens noch nicht mal den Code, dass ich überhaupt in die Objekte rein kann, um die dann mit euch am FaceTime-Video, um euch das zu zeigen. Weil Proof of Funds ist halt in Amerika immer wichtig. Ja, keiner sagt, ja, guck's dir an und dann schauen wir mal. Die wollen immer gleich alles sehen. Die wollen Bitte? A Bank Confirmation Letter oder sowas? Ja, das ist sowas. Das ist sowas. Ich kenn's von Pre-Approval einfach. Ihr habt Pre-Approval, ja. Ich kenne das PCL. Ja, genau. Okay. Proof of Funds, wie auch immer. Mhm. Ja. Wie hat sich der Markt jetzt in den letzten Jahren entwickelt? Wir hatten ja 2008, 2009, Lehman-Pleite, Subprime-Krise. War ja super down. Ja. Wir haben die letzten 5 Jahre eine durchschnittliche Wertsteigerung von 6%, manchmal auf die Mikrolage bezogen, manchmal sogar mehr. Mhm. Wir sind, wie gesagt, 20-30% unter den Preisen von 2008. Und meiner Meinung nach werden die Preise dieses Mal auch bis zur nächsten Krise die Preise von 2008 zu überholen. Was interessant ist, in den USA gibt es meines Wissens, verbessere mich, wenn es richtig wird, falsch sein sollte, keine Grunderwerbssteuer. Ja, ganz klar. Aber es gibt sehr hohe Grundsteuern. 1,145% vom Wert. Vom Wert. Das ist also nicht unbeträchtlich. Das wird bedeuten, bei einer 500.000 Euro Immobilie sind wir dann roundabout bei 6.000 Euro Grundsteuern. Also wir haben jetzt keine Grunderwerbssteuer, das ist schon mal gut, aber sehr hohe Grundsteuern im Vergleich zu Deutschland. Ja, wir haben jetzt gerade, ich und meine Partnerin und Frau haben in Fort Myers Beach gerade gekauft, insgesamt Wert von 900.000. Und wir zahlen um die 10.000 Steuern. Ja, das ist üblich, ne? Okay. Ist auch immer am 1. Januar fällig, wird auch immer komplett bezahlt. Ich rechne es natürlich monatlich runter. Ja, klar, aber es muss des Jahres auf einen Schlag. Also bitte nicht im November kaufen und das Dach sanieren im November, weil am 1. Januar kommt die Zahlung von 10.000. Oh, Dach sanieren, das sind wir beim nächsten Punkt. Hurricane, ne? Versicherung, was kostet so eine Hütte? Bleiben wir jetzt mal bei 500.000 Hütte. 500.000 Hütte. Was wird man da ungefähr dann an Versicherungsprämie zahlen müssen? Also für ein Einfamilienhaus, ich schätze, ja, zwischen 3.000 und 5.000, kommt davon auf die Lage, auf die Größe und so weiter. Hurricane-Versicherung ist immer mit inkludiert, da muss man sich keine Gedanken machen. Mit Selbstbeteiligung, ohne Selbstbeteiligung, soweit ich weiß, gibt es da mit? Es gibt es mit, aber es gibt es auch ohne. Ja, also exorbitant teuer wahrscheinlich. Nicht sehr. Gut, dann würde ich natürlich dazu tendieren zu sagen, machen wir lieber das Runde Wohl. Und das Schöne ist, weil alle 10 Jahre kommt ein Hurricane. Wir hatten jetzt gerade vor 2 Wochen einen Hurricane Dorian, der die Bahamas ja komplett vernichtet hat. Das kommt mir immer so ein bisschen Angst. Ich meine, das kommt. Aber es gibt an der Elbe gibt's auch Überschwemmungen, ja, klar. Die Dörfer platt machen. Und es gibt, aber bei uns in Neustadt gibt es keine Probleme. Wir haben keine Erdbeben, die drohen, wie in Kalifornien. Wir haben keine Überschwemmungen, die drohen. Ne? Also wir sind da so. Aber da ist es nicht so schön. Uns fehlt es mehr. Wir müssen die Rheinebene fluten. Genau. Nee, aber Spaß beiseite. Nein. Das ist klar, logisch. Wenn ich am Meer bin, ist ein Risiko, ist natürlich als Investor ein Risiko, aber dafür gibt es die Versicherung. Und das Gute ist, dass in Florida eigentlich, also was ich auch meinen Investoren immer rate, bei der Versicherungssuche, dass auch der Mietausfall immer mitversichert wird. Mhm. Das ist ein Aufpreis von 5-6% auf die normale Versicherungssumme. Und dann wird im Fall der Unbewohnbarkeit nach einem Naturschaden, wird so lange deine Miete gezahlt und dementsprechend geht die Rendite halt auch nicht flöten, bis das Haus wieder eben bewohnbar ist. Was ist jetzt, wenn ich jetzt ein Objekt auch privat nutze und teilweise vermiete? Wie sieht es dann mit der Mietausfall aus? Ich meine, dann sagt die Versicherung, du warst ja eigentlich, du wohnst ja auch da drin, die Hälfte vom Jahr, also zahl mal nur die Hälfte Mietausfall. Hast du da so einen Fall schon mal gehabt? Ich hatte so einen Fall noch nicht, ehrlich gesagt, aber... Also du hast schon mal Schadensfälle mitgekriegt, die abgewickelt wurden? Ja, ja, ja. Das ist gut über die Bühne? Ja, das geht auch schnell. Okay. Und das Schöne ist, wir haben tatsächlich natürlich auch eine Handwerkermangel an sich, aber die arbeiten alle schnell, die arbeiten nachts, die arbeiten morgens und die machen nicht um 5 Uhr Feierabend und gehen nach Hause. Mhm. Und das, also Maler, dass der auch beim Fix and Flip, dass der nachts alles die Wände zusprayt, das ist keine Seltenheit, weil am nächsten Tag Open House ist. Wollen wir zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen? Also wir haben jetzt einen Kaufpreis von 500.000, müssen, sagen wir mal, 150.000 Eigenkapital bringen, lassen 350.000 finanzieren. Ja. Diese mit Zins und Tilgung, ungefähr welche Belastung, wenn wir 350.000 finanzieren lassen, können wir von 8%? Ja, also reden wir von 8%, reden wir von 7%, 6,9%. Ja. Mhm. Habe ich nämlich gerade ein Beispiel im Kopf. Müsste es dir ausrechnen. Ja, so. 1800. Gut, okay. Das wäre das. Und die laufenden Kosten, wie jetzt die Grundsteuer und alles, was kommt da noch am Top? Du hast Grundsteuer, du hast Versicherung, du hast Die monatliche Grundsteuer kann man dann sagen, ungefähr 500? Ja. 400 irgendwie ein bisschen. Ja, 100. Okay. Dann hast du
dann hast du dein Property Management, dein Pool and Lawn Service. Mhm. Was Pool, kommt da nochmal on top? Das sind $125 im Monat für Pool and Lawn. Da kommt einmal die Woche, checkt den pH-Wert des Pools und dass keine Algen drin sind und mäht dir alle zwei Wochen den Rasen draußen. $125 insgesamt. Also rund ums Sorglospaket, sagen wir mal, 2.500 bis 3.000 Dollar pro Monat an Fixkosten. An Fixkosten. Okay, so, und das war die Ausgabeseite inklusive der Finanzierung. Genau, und du vermietest so ein Haus für 3.000 bis 4.000 die Woche. Sagt er, faszinierend. Ist so. Das klingt, ich muss auch wirklich sagen, da gebe ich jetzt auch deine Expertise. Es gibt 1.000 Seiten, also es wird nicht auch für viele nachprüfbar. Die Renditen kann man sich ja dann selbst ausrechnen. Mhm. Das sind wirklich mehrere tausend Dollar, die man da wirklich nach Hause nettet. Also, und in der Hochsaison sind 3 Wochen vom Monat auch vermietet. Ja. Und Hochsaison ist Dezember bis April, das sind 5 Monate. Wenn du da drei Wochen vermietest, und wie gesagt, ich rechne immer pessimistisch, ich rechne mit einer Woche pro Monat. Cool. Also Leute, es ist definitiv eine sehr, sehr interessante Alternative zum Investieren in Deutschland, gerade aufgrund der im Moment derzeit sehr kontroversen politischen Situation. Vielleicht ein Punkt dazu noch gerade. Die Gesetzgebung ist immer wirklich pro Landlord in den USA, weil die Homeowner-Ratio viel, viel höher ist. Mhm. Wir sind, glaube ich, in Deutschland bei 42%, 43% sowas. Mhm. Und wir sind weit über 60% in den USA, gehört den Leuten das. Gleichzeitig sind die Mieten super hoch, weil sich jeder, der keine Finanzierung kriegt, dann kann man natürlich schlöpfen, sage ich mal. Wer nicht kaufen kann, muss halt viel Miete bezahlen. Der muss halt viel Miete bezahlen. Das war schon immer so in den USA. Ganz genau. Und dementsprechend ist die Gesetzgebung halt auch pro Landlord. Und ein Beispiel gebe ich da immer gerne. Zwangsräumung maximal 30 Tage. Dann steht der Sheriff da und dich am Schlawittchen. Geht ratzfatz, nicht über unser Mieterschutz und so. Genau. Was ja einerseits auch nicht schlecht ist, aber das ist in den USA halt sehr vermieterfreundlich. Ganz genau. Daniel, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich denke, wir werden vielleicht mal demnächst rüberfliegen zu dir und ein paar Objekte angucken. Was meint ihr hier vom Mieterteam? Das wäre doch mal keine schlechte Sache. Ne? Ja. Und dann schauen wir uns mal den Markt an. Ne? Vielleicht kommt Olli Fischer und seine Frau mit. Die kommen an Silvester. Ja, wir müssen auch überlegen. Schauen wir mal. Also, wäre schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hoffe, dass das mal an ein paar ganz interessante Informationen von über einen großen Teich hier rübergebracht wurden und wir werden der Sache da nachgehen, investigativ. Und würden uns freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und Kommentare, Fragen wie immer erwünscht, gerne, und nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr diese richtig geilen, contentvollen Videos auch nicht verpasst. Bis dann, ciao. Keine Scheu vom Invest. Nein, keine Scheu vom Invest. Genau. Schöner Schlussspruch. Ciao.